Kapitel. Na gut, die Kapitel fliegen hier ja weg wie nix. Na denn. Spieglein, Spieglein an der Wand. Bring mich ins Wunderland. Hallo? Aber nicht das Wunderland. Spooky. Hey, lass mich hier raus! Detective Castellanos, was für eine angenehme Überraschung. Willkommen zurück. Sie schon wieder. Wie kann das sein? Ich könnte Sie dasselbe fragen. Aber es ist schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Selbst wenn es viel zu viel gesehen hat. Sie wirken müde, Detective. Ich kann Sie wieder in Form bringen. So wie früher. Sehr schön. Ich will nach links schauen, darf ich aber nicht. Na gut. So, wenn wir genügend Gel hätten, dürften wir hier Sachen aufwerten. Mehr Ausdauer, dass wir ein bisschen mehr sprinten können. Toll, fehlen natürlich genau 100. Ein bisschen mehr Lebens- bzw. Heilung. Ja, leiseres Schleichen klingt sehr hilfreich. Und so weiter und so fort. Ich verstehe nicht. Dieser Ort. Sie, wie in Beacon. Aber wir sind nicht in Beacon. Das hier ist Union. Ah ja? Es wirkt alles so vertraut. Diese Wände. Der Stuhl. Sie, als hätte sich rein gar nichts verändert. Sehr schön. Sagst ja, du noch mehr? Hier ist es ruhig. Aber Sie sollten hier nicht rumlungern. Oh. Darf nicht faulenzen. Na gut. Dann stehen wir halt auf. So, sagen wir noch eben unsere Wegstuhl. Spiegel. Wir sagen noch unsere Katze hallo. Hey. Miau. Hatten wir ein neues Tier gefunden? Jetzt die Frage. Nein. Okay, haben wir nicht. In dem Fall dürfen wir wieder durch den Spiegel. So, nochmal kurz speichern, damit wir den ganzen Mist nicht nochmal machen müssen. Wie das halt so ist in solchen Spielen. So. Jawohl. Überschreiben. Passt. So, und jetzt kann es endlich losgehen. Endlich. So. Okay. Mal sehen, ob ich dieses Signal finden kann. Okay. Ist ziemlich weit weg. Aber das ist meine einzige Spur. Gott, hoffentlich ist es Lily. Sehr schön. Wir sind erledigt. Das sind zu viele. Krieg dich ein, James. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Und diesmal sind wir stärker bewaffnet. Oder werden es sein, sobald wir die Vorräte haben. Na los. Das muss das Signal sein, das O'Neill erwähnt hat. Krieg dich ein, James. Sehr schön. So, wenn wir jetzt kurz auf die Karte schauen. Wie ich darf nämlich wäre, ist den nicht bewegen. Okay. So, hier oben hätten wir Lily. Hier haben wir noch einen Unterschlupf.
Da ist ein Abtrünnigen-Symbol und da gibt es eine Waffe. Ziemlich eindeutig. Immer zuerst die Waffe holen. What? Nun ja. Was zur Hölle? Wenn Union Was zur Hölle in der Tat, ja. Gibt es bald nichts mehr zu suchen. Ich muss dieses Signal finden. Wow. Aber schaut euch das mal an. Sieht so toll aus. Ah, oh, da ist was auf der Bank. Eine Flasche. Erstmal alles einsammeln, was wir hier so sehen können, bevor es weitergeht. Diese Dinge häufen hier Leichen auf. Aber warum? Eine Axt! Sehr schön. Als wir jetzt irgendwann mal in Nahkampf müssen, dürfen wir ihn direkt töten mit einem Schlag. Ja, komm her, du. Dafür wollte ich die Axt zwar jetzt nicht benutzen, aber es hat sich gerade so angeboten. Gunpowder. Na gut. Egal, wir wollten eine Waffe holen. Immer so schlimm bei mir. Ich und offene Weltspiele verträgt sich nicht. Und immer überall hingehe, nur nicht, wo ich hin soll. Sehr gut, Spiel, sehr gut. Ignoriere mich einfach. Na? Das ist aber jetzt doof von dir. Das kannst du doch nicht tun. Na! Das. Frechheit. Genau dann dreht er sich wieder um. Genau dann, wenn das nicht soll. Junge, dir geht's aber auch nicht besonders gut da, ne? Hallo? Sind wir zu Hause? Schaut nicht so aus. Das mit den Büschen ist schön, aber jetzt sehe ich auch nichts. Ich erwischt. Joink. Lecker. Grüner Saft ist immer lecker. Den will jeder haben. Sieht auch super appetitlich aus. So. Irgendwas Böses hier? Da oben. Mein Beileid. Was sind das jedes Mal? Das kennen wir.
Ah, eine Tasche für Pistolenmunition, sehr schön. Noch mehr Pistolenmunition. Okay. Hier nicht auftreten. Na, wird er weggezogen? Nee. So, Inspector Budget, jemand zu Hause? Nägel zum Craften, schätze ich mal für Granaten oder so. Ein Metallrohr für Harpunen. Metallrohr. Tag? Ne, okay. Seh dich doch um. Mehr Waffenteile, noch mehr Waffenteile. Ach, wisst ihr, können wir genauso gut unsere Waffe nochmal verbessern. 100. Okay, heben wir uns noch auf. 100 haben wir noch nicht. Bin nicht so sicher, ob die Tür jetzt aufzukicken eine schlaue Wahl war, aber egal. Dann wieder was Neues. Ernsthaft? Mann, Mann, Mann. Guten Tag. Na, was haben wir hier oben Feines, wa? Gehört sich nicht. Der ist schon tot. Du, der ist schon tot. Wie gesagt, er ist schon tot. Lass denn in Ruhe da. Mann, Mann, Mann. So unfreundlich, die ganzen Leute hier überall, ne? Schon wieder was Neues. Ernsthaft. Genau, da ist die Armbrust, die wir wollen. Sehr schön. Unpraktischerweise genau auf der anderen Seite der Straße. Aber es ist auf jeden Fall die, die wir haben wollen. Jetzt schon wieder. What? Was stand da? Achso, ich bin zu hoch. Gut Deutsch. Sehe. So. Keine Nachricht von Morius. Wir sind abgeschnitten. Ich rufe einen Alpha-1-Notfall aus. Du kennst das Protokoll. Alpha-1? Ernsthaft? Was ist mit dem Techniker-Team? Scheiß auf die. Die sollen selber klarkommen. Wir sind nicht mehr bei den Marines. Keiner wird zurückgelassen, gilt hier nicht. Hast du ein Problem damit? Soll das ein Witz sein? Ich will endlich mal loslegen. Hab keine Lust mehr, wie blöd Techniker zu beschützen. Gut. Dann sichern wir die Waffenlager, decken uns ein und räumen auf. Egal, ob es wie ein Monster oder ein Mensch aussieht. Schalte es ohne zu zögern aus. Was zum Teufel war das? Na gut, solange ich auch was davon bekomme. Waren Sie hier. Aber wohin sind Sie gegangen? Huh? Ach, was hat der Kommunikator denn jetzt schon wieder? Ah, verstehe. Noch mehr Signale. Ich weiß nicht, ob ich den beiden begegnen will. Die sind wohl abtrünnig geworden. Aber Waffen sind nützlich. Sehr nützlich. So, machen wir mal eben unsere Deckung hier kaputt. Denn wir möchten Waffenteile. Ah, 100. Jetzt können wir unsere Pistole aufwerten. Läuft. Kriege ich das irgendwie so geworfen, dass ich nur einen davon anlocken kann? Schauen wir mal eben die Reichweite.